Hallo, ich bin Pablo Kümmin, ich bin der Leiter der Trend Beauty Academy in Zürich, Swiss Hairdresser of the Year 2013 und internationaler Botschafter von Barman Hair. Heute zeige ich euch an meinem wunderschönen Modell Lisa ein SessionFix, also ein Session Styling, was ihr wunderbar im Salon nutzen könnt und was natürlich auch an der Fashion Week genutzt wird. Als erstes tue ich jetzt die Haare föhnen, weil die Präparation der Haare essentiell wichtig ist für die Frisur nachher. Gleichzeitig, egal ob ich eine Haar- und Haarfrisur mache, ob ich eine Session Styling Frisur mache. Das Föhnen ist essentiell wichtig, um die Präparation der Haare zu gewährleisten und dass die Haare für mich arbeiten und ich nicht gegen die Haare arbeite. Als Vorbereitung zum Föhnen tragen wir am Haaransatz einen Volumensprühschaum auf. Nun wird ein leichter Leave-In-Conditioner verwendet, um das Haar geschmeidig zu halten. Als weiteres Produkt verwenden wir ein Sea Salt Spray. Dieser soll dem Haar mehr Griffigkeit verleihen. Wenden Sie diesen sparsam an. Trocknen Sie das Haar mit dem Föhn etwas an. Bürsten Sie das Haar in die Frisurenrichtung. Wir beginnen am Scheitel und föhnen das Haar mit einer mittelgroßen Rundbürste. Achten Sie hierbei auf die gezeigte Technik. Ziehen Sie die Sektion stark nach oben, um viel Volumen aufzubauen. Drehen Sie das Haar auf die Bürste auf, um eine Wellenbewegung zu erhalten. Nun wird das Haar über Zeige- und Mittelfinger aufgerollt und in einer stehenden Papillotte befestigt. Die Seiten- und Hinterkopfhaare werden Sektion für Sektion stark nach oben gezogen, um viel Volumen zu erhalten.
Nun wird etwas Trockenshampoo und ein leichter Haarspray auf das Haar gesprüht. Mit dieser Mischung erhalten Sie viel Textur und das Haar wird griffig. Nachdem die Haare ausgekühlt sind, öffnen Sie alle Papillotten. Durch eine leichte Massage auf der Kopfhaut werden die Abteilungen wieder verwischt. Teilen Sie ausgehend von der Wirbelsektion bis zum Atlasknochen eine Sektion ab. Nun wird eine vorbereitete Tresse an den hinteren Abteilungslinien befestigt. Tipp: Befestigen Sie zuvor an die Tresse einen transparenten Nylonfaden. So erreichen Sie einen optimalen Halt. Verteilen Sie nun vorsichtig die oberen Haare mit dem Kamm. An der Hutlinie teilen Sie die Oberkopfhaare ab. Die Abteilungslinie muss nicht exakt gezogen werden. Verwenden Sie wiederum etwas Trockenshampoo. Teilen Sie im Schläfenbereich die erste Sektion ab und beginnen, einen französischen Zopf zu flechten. Nehmen Sie abwechselnd von unten und wieder von oben einen Teil der Haare auf. Arbeiten Sie sich diagonal in dieser Technik von dieser zur gegenüberliegenden Seite. Ab diesem Punkt ziehen Sie den entstandenen Zopf auseinander. Flechten Sie danach ein Stück weiter und ziehen den Zopf wieder auseinander. Thank you.
diesem Punkt hinter dem Ohr wird die Flechttechnik geändert. Flechten Sie nun mit der Fischgrätentechnik weiter. Befestigen Sie das Ende mit einem Silikonhaargummi. Sprühen Sie wiederum etwas Trockenshampoo auf und ziehen Sie den Fischgrätenzopf in die Breite. Nun werden die Oberkopfhaare mit etwas Haarspray besprüht und am Haaransatz mit dem Lockenstab eingedreht. Nach dem Öffnen besprühen Sie das Haar mit etwas Sea Salt Spray. So erreichen Sie einen strähnigen Effekt. Gleichzeitig wird das Haar sehr griffig und lässt sich besonders gut formen. Nehmen Sie das gesamte Haar locker nach hinten und drehen die Spitzen zusammen. Befestigt werden diese oberhalb des Zopfes. Formen Sie zum Abschluss noch einzelne Teile der Frisur mit Haarnadeln und Haarspray.